Shalom, Salam und der Friede unseres Herrn und Retter Gottes, Jesus Christus, sei mit euch. Wir fahren heute weiter mit der Offenbarung. Nochmals ab Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald in Kürze geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht, Sklaven, Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Ein Einschub von mir. Wenn hier steht, die Zeit ist nahe, dass wohl dieses Buch, das letzte Buch, wurde vor ca. 2000 Jahren geschrieben. Und wenn man mal überlegt, dass Gott unendlich ist und ewiglich, und er sagt hier, die Zeit ist nahe, was sind denn schon 6000 Jahre oder 7000 Jahre oder 10.000 Jahre, wollen wir, wenn wir das sagen, für Gott? Eben nichts. Wie geschrieben steht, 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag sind wie 1000 Jahre. Also Zeit spielt für Gott keine Rolle. Deswegen, wenn vor 2000 Jahren geschrieben stand, denn die Zeit ist nahe, wie viel näher ist sie heute? Amen. Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, gewaschen hat. Durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Amen. Er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen,
auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega. Alpha und Omega, A und O, sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Alpha und Omega. Im Hebräischen ist das Aleph ve Hataf. Also Aleph und Taf, Alpha und Omega. Das ist der Name von Jesus. Amen. Ich lese nochmal ab Vers 8. Am achten Tag wurde man immer beschnitten. Und am achten Tag ist der Herr Jesus von den Toten auferstanden. Warum am achten Tag? Weil der Herr am sechsten Tag, am Rüsttag, gekreuzigt wurde. Am Sabbat hat er geruht und nach dem siebten Tag fängt gewöhnlich, also immer, der erste Tag der Woche an. Aber der erste Tag nach dem siebten Tag ist auch der achte Tag, also eine neue Schöpfung, die der Herr Jesus Christus geschaffen hat. Denn das erste war irdisch, aber das zweite wird himmlisch sein. Das ist alles eine Vorschattierung immer gewesen. Von Anfang an sehen wir, müssen wir uns eine rote Schnur bilden von Genesis bis zur Offenbarung, dass alles immer im Blick zu Jesus auf das Kreuz, was er begangen hat, geschaut werde. Weil wenn das nicht der Fall war, ist, dann ist eine Decke vor deinem Auge und dann kannst du das Gesamte der Bibel nicht erkennen. Deswegen blicke auf den Herrn Jesus, auf sein Opfer, was er für dich getan hat, weil er dich so sehr geliebt hat, damit du gerettet wirst und mit ihm ewiglich im Himmel in Frieden, Freude und Herrlichkeit gemeinsam mit ihm sein kannst. Amen. Nochmals Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jahwe Elohim, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jahwe, der ewige Gott. Dreifaltigkeit, Dreieinheit. Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus. War auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde an dem Herrn gehörenden Tag im Geist, an dem Herrn gehörenden Tag, das ist unser Sonntag, also quasi der erste Tag der Woche. Deswegen feiern wir auch immer Gottesdienst am Sonntag, weil das an dem Herrn gehörenden Tag ist, der erste Tag der Woche, also wieder die neue Schöpfung. Das ist der Grund, warum am Sonntag Gottesdienst ist und nicht am Samstag, wie bei den Juden, der Sabbat. Das muss man auch wissen, dass Sabbat und Sonntag nicht vertauscht werden können. Sabbat ist der siebte Tag,
Aber der Auferstehungstag ist der erste Tag der Woche. Und wir müssen uns auch an keinen Sabbat halten. Kann man im Kolosserbrief nachlesen. Kolosser 2, Vers 16. Wir lesen das nochmal nach. Kolosser 2. Koloss. Unser Herr Jesus Christus ist der Koloss. Deswegen wird da seine Gottheit stark ausgeprägt. 2,16. Ja, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten, was ist ein Schatten? Der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Jetzt machen wir uns mal ein Bild diesbezüglich. Die Sonne geht im Osten auf. Und wir wissen, dass der Tempel gen Westen war. Wenn wir unseren Rücken zum Osten wenden, dann können wir unseren Schatten sehen. Und so müssen wir uns das bildlich vorstellen. Alles, was vorher geschrieben ist, ist für unsere Erbauung geschrieben worden und zur Vorschattierung. Vorschattierung. Das heißt, wir sind ja das Bild Gottes. Und wenn wir unseren Rücken zur Sonne wenden und unseren Schatten sehen, so können wir uns das vorstellen. So eine Allegorie, eine Metapher in der Art. Dass quasi wir sind der Schatten und Gott ist der Körper. Also der Herr Jesus Christus ist der Körper und er strahlt quasi das Bild aus. So, lese ich weiter im Text. Ab Vers 9 nochmals. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Vers 10. Ich wurde an dem Herrn gehörenden Tag im Geist, der Geist umfasst alles. Man ist in ihm drinne. Man ist in ihm gefangen quasi. Man kann sich dem nicht entziehen. Man muss sich das vorstellen. Ein Haupt. Und in diesem Haupt, da drinne, da ist das Unendliche von Gott. Das beschreibt auch welcher Brief? Fällt mir jetzt nicht ein. Aber im Geist sein. Ich war an des Herrn Tag im Geist sein. Und für einen Neugeborenen ist das eine Dauer, also für Ewigkeit dann. Du bist dauernd im Geist. Früher die alten Propheten, in den alten Schriften, in den alten Bündnissen, nicht in dem neuen Bund des Herrn Jesus, bevor der Herr Jesus gekommen ist, waren die Propheten auch im Geist, aber nicht ewiglich, nur kurzzeitig für eine jeweilige Verkündigung und Prophezeiung, wie wir sie dann hier in der Bibel haben. Aber ein neugeborener Christ, er ist quasi dauerhaft im Geist. Weil Johannes Evangelium im Kapitel 14 beschreibt der Herr Jesus
Hingang zum Vater und Wiederkunft, Offenbarung des Vaters. Sendung des Beistands. Johannes Evangelium, Kapitel 14, ab Vers 15 und folgende. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Gebote halten. Was heißt das? Gebote halten. Das heißt, nach der Ausrichtung des Herrn leben, seine Schrift lieben zu lesen, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. So werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Fürsprecher oder Helfer, der zur Unterstützung Herbeigerufene geben. Dass er, und jetzt kommt's, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Das heißt, im Geist sein, wenn man im Geist ist, ist man dann in Ewigkeit im Geist. Er geht nicht mehr weg, in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Welche den Herrn also nicht annehmen wollen als ihren Herrn und Heiland Gott, Gott, der Sohn, die können den Beistand, den Fürsprecher, den Helfer, wörtlich der Herbeigerufene, und er ruft uns auch, können ihn nicht, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, in uns sein. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine... Das ist jetzt interessant, was fühlen wir noch aus, das 14. Kapitel. Wer meine Gebote hat und sie hält, dieses Wort halten, das gucken wir uns jetzt nochmals an, 4911 in der Wortkonkordanz der Elberfelder Bibel. 4911. Das griechische Wort ist Tereo. Das heißt bewachen. Bewachen, bewahren, verwahren, wie damals die Bundeslade, was dort drinne war. Da waren die steinernen Tafeln, das musste bewahrt werden. Festgehalten werden, festhalten, etwas lagern, aufbewahren. Das sind die ganzen Bedeutungen hierfür. Aufbewahren, verwahren, festhalten in Bezug auf Gott, der die Bösen für das Gericht verwahrt. Halten, festhalten an etwas im Gegensatz zu verlassen. Die andere Hauptbedeutung lautet halten, einhalten, tun, in Bezug auf die Gebote und Worte Gottes und Jesu. Stammverwandt diatereo, sorgfältig bewahren oder halten, paratereo, streng bewachen oder einhalten, parateresis, scharfe Beobachtung, wache Bewachung. Und das gilt es zu tun mit dem Wort Gottes. Man darf das nicht vernachlässigen. Es ist wie Speise.
Wenn man nichts isst, dann stirbt man, verhungert man. Und so ist das auch mit dem Wort Gottes. Und der Herr Jesus Christus sagt ganz eindeutig, wer meine Gebote hat und sie hält, bewacht, verwahrt, liest, das, damit ist das alles im Begriff, man muss das Wort Gottes auch lesen, der ist es, der mich liebt. Das zeigt nämlich auch die Liebe zu dem Herrn Jesus Christus aus. Wer das Wort Gottes liest und bewahrt und verwahrt, wie in der Bundeslade. Wir sind quasi, jeder von uns ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Jeder von uns ist quasi wie die Bundeslade, die getragen wurde und wo die steinernen Tafeln waren und der Stab, der gesprosst hat von Aaron. Und unser Leib ist quasi ein Tempel des lebendigen Gottes und der muss gepflegt werden und ernährt werden durch die geistliche Speise des Wortes Gottes, der Bibel. Die gute Nachricht, dass die frohe Botschaft, das Evangelium Jesu Christi. Ich lese weiter in der Offenbarung. Nochmals ab Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus. Die Wörter Bedrängnis, Königtum und Ausharren beziehen sich alle auf in Jesus. Im Griechischen steht nur ein Artikel. War auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde an dem Herrn gehörenden Tag im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch. Das ist unsere Bibel. Und sende es den sieben Gemeinden. Und diese sieben Gemeinden befinden sich in der heutigen Türkei. Amen. Damals war das Kleinasien, ist die heutige Türkei. Amen. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Amen. Im Hohen Lied, das Lied der Lieder von Salomo, da beschreibt man auch die Flamme Jahs. Schalhevet Jah. Amen.
Der Herr Jesus Christus prüft uns mit seinen Augen. Denn der vierte Buchstabe im hebräischen Alphabet des Namens Jeshua ist ein Auge. Und diese Augen sind eine Feuerflamme. Und mit diesen Augen prüft der Herr Jesus Christus Herz und Seele und alles. Er prüft uns damit, wenn wir vor ihm stehen. Spätestens am Richterstuhl, also beim Preisgericht für uns Gläubige. Und für Ungläubige, ja, bleibt dann nur das Gericht am weißen Thron. So, weiter. Ich lese nochmal ab Vers 14. Also 14, im Hebräischen wird so geschrieben, mit dem Buchstaben Jod. Jod, das ist der Buchstabe J. Hier, der alte Buchstabe J. Und das repräsentiert den Sohn, weil man im alten Bund mit dem Daumen das Blut, sich mit dem Blut, mit dem Schlachtopfer identifizieren musste. Mit dem Daumen. Und der Herr Jesus Christus ist quasi das Schlachtopfer, das Passahlamm. Und der Zeigefinger, der muss der Heilige Geist sein, weil der Herr Jesus Christus den Heiligen Geist in den Evangelien als den Finger Gottes beschreibt. So, dann bleibt dann nur noch übrig der Vater, und der Herr Jesus Christus sagt ja, der Vater, ich und der Vater sind eins. Und so haben wir die Dreieinheit im Namen Jod, in dem Buchstaben Jod. Jod und die vier, damit wir nur die 14 jetzt beschreiben können. Und der vierte Buchstabe ist Dalet. Das ist eine Tür. Und wir wissen, dass die Tür der Herr Jesus Christus ist, weil er selber sagt in den Evangelien, im Johannesevangelium, ich bin die Tür. Nur durch diese Tür kann man zu dem Vater gelangen, zu Gott gelangen. Und der kleinste Buchstabe, der kleinste Finger, das ist der fünfte Buchstabe im hebräischen Alphabet für H. Und H für Hamaschiach, für Christus. So kann man quasi mit den alten hebräischen Buchstaben die Gottheit, die Dreieinheit erklären. Man muss, wenn man mit den alten hebräischen Schriften eventuell Menschen erklärt, alles ist einfach eine Studiumssache. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss das Wort bewahren. Und so kommt man in die Bibel hinein. Ich lese weiter. So, und zwar waren wir stehen geblieben. Ja, ich lese nochmals ab 14. Ah, ja, 14, weil wir haben ja die Zahl 14 besprochen. Und es ist auch interessant, 14. Das ist am 14. des ersten Monats hat das Passa stattgefunden. Und, ja, das habe ich bereits in dem anderen Video auch erklärt, wenn wir zum Beispiel betrachten den Buchstaben Jod, es ist quasi, das sind zwei Dreiecke, sehen wir hier. Einmal hier und einmal hier haben wir zwei Dreiecke. Aber wir müssen wissen, es sind
diese beiden Dreiecke sind noch geöffnet. Die Tür ist noch geöffnet. Aber sobald der letzte Gläubige hinzugefügt wird, klappt das zu einem Dreieck und der Herr wird die Tür schließen. Und sodann werden wir entrückt werden. Aber dann ergibt das quasi dann das Dreieck, wenn man das schließt. Das habe ich auch in einem anderen Video bereits erklärt mit den symmetrischen Dreiecken in dem Buchstaben Jod mit dem Zahlenwert 10. Ja, so viel zu der Zahl 14. Also es ist wirklich, ich kann nur sagen, dass die Bibel von Genesis bis zur Offenbarung die vollkommene Wahrheit ist. Und es ist wert, diese zu studieren. Nicht unbedingt studieren, aber zumindest sich lesen. Ein Kapitel im Alten Testament, ein Kapitel im Neuen Testament pro Tag und so sich mit dem Wort verinnerlichen. Ich lese weiter, ab Vers 14. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Schalhevet ja. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Unser Schwert, wie es im Epheserbrief geschrieben steht, Kapitel 6, ist das Wort Gottes. Das ist unser Schwert. Und das geht aus unserem Mund hervor. Das bedeutet, wenn wir das Wort Gottes aussprechen, dann ist das so, als wenn wir in den Kampf ziehen und gegen den Teufel und seine Dämonen ihn schlagen. Das ist unsere Waffe. Wenn wir uns auch den Buchstaben Jod des Gottesnamens, wenn wir uns das ist keine physische Waffe, dass wir jetzt hier zum Beispiel in den Kriegen jemanden totschießen. Nein, unsere Waffe ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Und das verkündige ich. Nichts mehr und nichts weniger. Gottes Wort, die Bibel. Kein Krieg, nur Gottes Wort und die Wahrheit. Weil der Herr Jesus Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, und Jesus sprach: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt der Herr Jesus. Ne? Wie wir bereits das so erklärt haben mit dem Buchstaben. So. Führen wir weiter im Text. Vers 14. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Amen. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach:
Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich wurde tot. Ich wurde tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist das Totenreich. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem Geschehen wird. Im Begriff steht zu geschehen, was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, Versammlungen. Wir gucken uns das Wort Gemeinde jetzt mal an. Versammlungen, Gemeinden, 1558. Ekklesia. Damit ist das Wort Gemeinde und Versammlungen beschrieben. Und das bedeutet Gemeinde. Ursprünglich scheint es von Ekaleo, herausrufen, abzustammen. Es war der gängige Ausdruck für eine Versammlung der Ekletoi, derjenigen, die aufgerufen wurden oder sich versammelten bei den öffentlichen Angelegenheiten eines freien Staates. Der Stand der freien Bürger durch einen Herold, Kerux. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Zusammengerufen. Die Ekletoi gerufenen Leute bildeten die Ekklesia. Im Neuen Testament ist es auf die Gemeinde des Volkes Israel angewandt. In Klammern nachzulesen in der Apostelgeschichte Kapitel 7 Vers 38. Auf der anderen Seite scheint der andere der beiden alttestamentlichen Septuaginta-Begriffe Synagoge gebraucht worden zu sein, um das Volk Israel von den anderen Nationen zu unterscheiden. Wenn aber im Hebräerbrief Kapitel 10 Vers 25 die Versammlung der Christen gemeint ist, wird sie nicht Synagoge, sondern Episynagoge, Zusammensammlung mit der Präposition Epi aufgenannt. In der ersten Zeit wurde die christliche Gemeinschaft als Ekklesia bezeichnet, um sie von der jüdischen Gemeinschaft Synagoge zu unterscheiden. Der Ausdruck Ekklesia meint die neutestamentliche Gemeinschaft der Erlösten in ihrem doppelten Aspekt. Alle, die durch und zu Christus gerufen werden, in die Gemeinschaft seines Heils, die weltweite Gemeinde aller Zeiten und nur zweitrangig die einzelne Gemeinde. Die ausersehene Gemeinde Gottes, den Leib Christi, exklusiv die Gesamtgemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde sind aber auch begrenzt auf bestimmte Orte. Örtliche Gemeinden. Ekklesia kommt nicht vor in Markus, Lukas, Johannes, 2. Timotheus, Titus, 1. Petrus, 2. Petrus. Eklino.
Ja, wieder zurück. So viel zu dem Wort Gemeinde, Versammlung, Ekklesia. Ich lese nochmal ab Vers 20, Kapitel 1, Vers 20. Was das Geheimnis der sieben Sterne die du auf meiner Rechten gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Kapitel 2. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Amen. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Deine erste Liebe verlassen hast. Vers 5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Amen. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Wenn du nicht Buße tust, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst. Offensichtlich Anhänger einer Irrlehre, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist Ha, Ruach, Ruach, Yahweh, Ruach Adonai, sagt. Was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben. Von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Amen. Amen. Vers 8. Und dem Engel, der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war, der starb und wieder lebendig wurde.
Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Zu leiden im Begriff stehst. Siehe, der Teufel. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Steht im Begriff, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Zehn Tage. Sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist, Ruach Adonai, den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. 2261 heißt Thanatos. Tod. Bedeutungen im Neuen Testament. Natürlicher oder zeitlicher Tod. Geistlicher Tod. Wie das geistliche Leben eine ständige Gemeinschaft mit dem göttlichen Licht und Geist, die das Leben sind, ist, so ist der geistliche Tod das Getrenntsein von ihrem segensreichen Einfluss. C. Ewiger Tod, welcher im Unterschied zum natürlichen oder zeitlichen Tod auch der zweite Tod genannt wird. Und eine ununterbrochene Strafe ist, an dieser Stelle muss bedacht werden, dass in der Bibel der natürliche, der geistliche und der ewige Tod häufig zusammen gemeint sind, da die Abwendung von Gott die Sünde, den geistlichen Tod herbeiführt. Dessen Lohn der natürliche und dann in der Ewigkeit der ewige Tod ist. Nachzulesen im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Im geistlichen Tod befindet sich jeder Mensch von Geburt an, in Klammern Erbsünde. Ich lese nochmal. Im geistlichen Tod befindet sich jeder Mensch von Geburt an, in Klammern durch die Erbsünde von Adam und Eva. Die trägt jeder Mensch in sich. Das heißt, sobald der Same gepflanzt ist in die Frau, in dem Samen des Mannes ist die Erbsünde schon vorhanden, wie es im Psalm 51 steht. Und den lese ich jetzt auch noch vor. Im Psalm 51.
Es ist wichtig zu wissen, dass jeder Mensch erkennt, dass schon durch den Samen, im Samen des Mannes, die Sünde von Adam ist. Deswegen ist Jesus der Einzige, der nicht durch den Willen des Mannes entstanden ist, sondern nur durch das Wunder Gottes in eine Frau, in Maria, gegeben wurde. Aber damit man das versteht, lese ich jetzt den Psalm 51. Es ist ein Bußpsalmen des damaligen Königs Davids. Wahrhaftig ist der Herr auferstanden. Amen. Psalm 51. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge, wische ab, lösche aus meine Vergehen, meine Treuebrüche, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen, meine Treuebrüche. Amen. Und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren. In Schuld bin ich geboren. Da haben wir es jetzt. Also, wir werden geboren und sind schuldig. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Psalm 51, Vers 7. Der klare Beweis, König David sagt, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Mit empfangen ist dieser Moment beschrieben, in dem der Same des Mannes in die Frau empfangen wird. Und da ist schon Sünde vorhanden. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das bedeutet, der Same des Mannes, der in uns drin ist, von Adam und Eva, weil Adam und Eva gesündigt haben, diese Erbsünde ist in dem Menschen vorhanden. Und deswegen wurde Jesus nicht durch einen Mann gezeugt, sondern durch ein Wunder des Heiligen Geistes Gottes in die Jungfrau Maria eingegeben. Und so
war Jesus der einzige Mensch, ein wahrhaftiger Mensch, der je gelebt hat, der ohne Sünde war. Der einzige Mensch. Ein Mensch, der ohne Sünde war. Jemals. Von Geburt bis zum Tod, auf in Ewigkeit. Weil er Gott ist. Amen. So viel zu dieser Erklärung. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Offenbarung. Wir lesen ab Kapitel 2, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war der starb und wieder lebendig wurde. Deswegen, so ist es bei einem Neubekehrten im Geist, durch die Neugeburt des Christen. Es ist eigentlich genauso. Wir waren vorher tot und werden im Geist wieder geboren. Denn die erste Geburt ist im Fleisch. Und die zweite Geburt ist im Geist. Und das lesen wir nach im Johannesevangelium, Kapitel 3, im Gespräch mit Nikodemus, einer der großen Lehrer der damaligen Zeit im ersten Jahrhundert. Da erklärt der Herr Jesus dem Pharisäer Nikodemus, dass man neugeboren werden muss. Also Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Amen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen.
Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind. Das Wort ist hier Pneuma. 3998. Pneuma, ja. Geist, Wind, Hauch, Geist, Wind, Hauch, Hauch. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seine Stimme. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels. Und weißt das nicht? Amen. Amen, ich sage dir. Wir reden, was wir wissen. Der Geist und der Herr Jesus. Die zwei Gesandten. Deswegen sagt er hier: Wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht. Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist, der Seiende im Himmel. Ho'on. Der Seiende im Himmel, der ich bin. Im Himmel. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte,
So muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, monogenes, das heißt einzig in seiner Art oder einzig geboren, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des Einzigen, griechisch monogenes, das heißt einzig in seiner Art oder einzig geboren, des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Amen. So. Gehen wir wieder zurück zum zweiten Kapitel der Offenbarung, nochmals ab Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war, starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Ja, Satan, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ich kenne Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen,
sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Thanatos. Thanatos. 2261. 2261. Thanatos. Im geistlichen Tod befindet sich jeder Mensch von Geburt an Erbsünde. Bis zu seiner Bekehrung, Hinwendung, Heimkehr zu Gott. Deshalb ist auch der Glaubende dem natürlichen Tod unterworfen. Aber durch Christus, der die Schlüssel zum Tod und seinem Reich hat, wird er aus dem geistlichen und dem ewigen Tod gerettet. Ho Thanatos mit Artikel bezeichnet meistens den Tod als persönliche Macht, der als letzter Feind von Gott Christus zu Füßen gelegt wird. Amen. E gleich Todesgefahr, Todesnot, Todesstrafe, Todesurteil, Todesart, Sterben. Ja, so viel zu dem Wort Thanatos. Tod. Sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Der Siegeskranz kriegt jeder Gläubige, eine Krone auf sein Haupt. Amen. Denn der Herr kommt. Mit seinem Lohn. Vers 10 weiter. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Amen. Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Vers 8. Wir lesen nochmal Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste
und der Letzte, der tot war, starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Zu leiden im Begriff stehst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tode. Thanatos. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tode. Thanatos. Amen. Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas. Amen. Meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Der den Balak lehrte einen Fallstrick. Aha. Einen Anstoß zur Sünde. Vor die Söhne Israel zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht, Hurerei trieben. Amen. Verflucht seist du, Satan. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald, schnell, und werde Krieg mit ihnen führen. Mit dem Schwert meines Mundes. Amen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist, ha, Ruach, Ruach, Yahweh, Ruach, Adonai,
den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Amen. Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen. Seine Augen hat wie eine Feuerflamme. Und Füße. Und seine Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt, meine Sklaven lehrt und verführt, Unzucht, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett. Aufs Krankenbett. Und die, welche Ehebruch, mit ihr treiben, in große Bedrängnis. Ja. Ja. In große Bedrängnis.
wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tode töten. Wahrscheinlich eine tödliche Seuche. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Bis ich komme. Amen. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Vollmacht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden. Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Denn aber, Vers 4, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben
Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. O Herr, sei uns gnädig. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Würdig. Amen. Vers 5. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Amen. Ja, Amen. Okay, Vers 6. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist, ha, Ruach, Ruach, ja, den Gemeinden sagt. Amen. Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, Ha Kodesh, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe. Ich gebe dahin Leute aus der Synagoge des Satans. Ja! Von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Amen. Weil du das Wort vom Herrn auf mich von meinem Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, vor der
Stunde der Versuchung, vor der Stunde der Versuchung, vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die auf der Erde wohnen. Nochmals Vers 10. Vers 10. Dreieck nach oben und das Dreieck nach unten. Gott im Himmel und Gott auf Erden. Das Dreieck ist ein geschlossenes Jod. Wer ist der, der vom Himmel herabgestiegen ist und wieder hinauf? Wir lesen jetzt. Sprüche 30, Vers 1. Amen, Herr Jesus. Gelobet sei dein heiliger Name, Sohn Gottes, der du bist, der du warst und der du wiederkommen wirst. Der Ewige, der Einzige, der Unwandelbare, Gott, der Sohn. Gott, der Sohn. Jahwe. Av Jahwe. Ben Jahwe. Ruach Jahwe. Hu Echad. Shema Israel. Jahwe. Eloheinu. Jahwe. Echad. Echad. Höre Israel, Jod, Av, Ben, Ve, Ruach, Hei, Ben, Bar. So sei es. Es ist ein Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. So sei es. Amen. Der Name des Herrn. Weil der zweite, der Name des Herrn. Sprüche, Kapitel 3, Abvers 1. Worte Agurs, des Sohnes des Jake aus Massa, Ausspruch des Mannes.
Bemüht habe ich mich um Gott. Bemüht habe ich mich um Gott und bin vergangen. Denn ich bin zu dumm für einen Mann. Ja, ich bin dümmer als irgendjemand. Und Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt. Und Erkenntnis des Heiligen im Hebräischen steht die Mehrzahl als Bezeichnung der Majestät Gottes. Kadosh, Kadosh, Kadosh Yod Hei Vav Hei. Wir schließen jetzt ab hier.